Q&A Runde 2. Wie in der ersten Runde die gleichen Spielregeln. Ich beantworte die Fragen, die ihr mir gestellt habt und habe mir einen Timer von 10 Minuten gesetzt. Ich versuche das wieder grob zu gliedern. Also, erstmal zu... Ich begreife es, dass ihr ein Niederlande-Video haben wollt, warum ich in den Niederlanden leben möchte, warum ich die Niederlande in vielen Punkten besser finde als Deutschland. Dazu werde ich also noch ein separates Video machen, wird aber etwas dauern, weil, wie gesagt, es sind halt viele kleine Punkte, die muss ich erstmal alle komplett auf die Reihe bekommen. Aber was ich hier zum Beispiel beantworten kann, gibt es einen Grund, warum du nicht Holland sagst? Ja, weil Holland falsch ist. Ich lebe nicht in Holland. Die Niederlande, es ist ja ein Königreich. Und da gibt es ja noch Teile in der Karibik von. Und somit sind die Niederlande ein Teil des Königreichs der Niederlanden. Und Holland ist wiederum, das sind zwei Provinzen in den Niederlanden, die so heißen. Es gibt Nord- und Südholland. Und ich wohne aber in der Provinz Utrecht. Also eigentlich müsste ich sagen, ich wohne in Utrecht. Aber das hört sich komisch an. Und deshalb sage ich einfach, ich wohne in den Niederlanden. Was meiner Meinung nach richtig ist, weil ich nicht in Holland wohne. Ich weiß, Niederländer sind immer gerne dabei, Deutsche zu belehren. So, nein, unser Land heißt nicht Holland. Sie benutzen das Wort dann aber auch selber. Also irgendwie ist das sehr inkongruent. Aber ich sage halt, ich lebe in den Niederlanden, weil ich das einfach für mich richtiger finde. Wie findest du deutsche Rapper? Kann ich nichts zu sagen, höre ich nicht. So, zurück zur anderen Liste. Hast du mal Lust, ein Kind zu bekommen in Zukunft, ob durch Adoption oder Leihmutter? Vielleicht. Aber sicher nicht in den nächsten 10 Jahren, auf gar keinen Fall. Also ich möchte mich jetzt erstmal auf mich selbst konzentrieren, auf meine eigene Karriere, auf meine eigene Entwicklung und habe gerade keine Lust, ein Kind zu haben. Und ich habe keine Lust, diese Verantwortung einzugehen, weil ich weiß, dass ich nicht dafür bereit bin und dass ich einem Kind momentan nicht so viel Aufmerksamkeit geben könnte, wie ich gerne möchte. Also ich ziehe das durchaus in Betracht, aber auf gar keinen Fall in nächster Zukunft, auf gar keinen Fall. Hab genug eigenes Zeug um die Ohren. Wie stehst du zum Thema Mikrowelle? Das ist ja ein sehr kontroverses Thema, genauso wie Impfen, wo ich halt sage, ich schließe mich dem wissenschaftlichen Konsens an, und zwar, dass Mikrowellen vollkommen ungefährlich sind. Natürlich, wenn man sie halt vernünftig gebraucht. Ne? Also klar, wenn man eine zugeschraubte Flasche Whisky oder Wodka in eine Mikrowelle tut und das erhitzt, klar, das explodiert dann. Aber wenn man halt irgendwie da Spinat aufwärmt oder ein normaler Haushaltsgebrauch, sind Mikrowellen vollkommen ungefährlich und können sogar eine bessere Zubereitungsmethode sein als zum Beispiel Kochen, weil man es ja, weil man das Nahrungsmittel nicht mit Wasser in Verbindung bringt. Das heißt, die Nährstoffe können nicht ausgewaschen werden. Dementsprechend, ich habe hier eine Mikrowelle. Ich nutze die sehr gerne. Ich nutze sie jeden Tag und ich finde, sie ist vollkommen ungefährlich. Und nein, das mit dem wir gießen Pflanzen mit Wasser, das mit einer Mikrowelle erwärmt wurde und die Pflanzen gehen alle ein. Das ist kein wissenschaftlicher Versuch, Leute. Das ist kein Beweis für irgendwas. Das ist schlichtweg nicht wissenschaftlich. Wie steigt man auf vegan um, wenn alle um dich herum tierische Produkte essen? Ja, so wie jeder andere das gemacht hat, weil alle um einen herum immer tierische Produkte essen. Niemand wird in einen veganen Haushalt geboren, isst dann Fleisch und entscheidet sich daran, dazu vegan zu werden. Wir waren alle da. Es ist kacke, ja klar, es ist natürlich scheiße, wenn alle um dich herum einfach tierische Produkte essen und sich um gar nichts kümmern, aber just do it. Auf die Art und Weise, wie es für dich am besten passt. Für die meisten, für manche passt Ausschleichen besser, also ne, immer weniger essen, weniger essen, weniger essen. Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich von einem Tag auf den anderen vegan wurde, mehr oder weniger, weil meine Vegetarismusphase halt 2 Wochen gedauert hat oder so. Deshalb sage ich halt schon, es war bei mir schon ziemlich von jetzt auf gleich. Informier dich, damit du bei blöden Kommentaren mit Fakten kontern kannst. Diskutiere nicht mit jedem darüber. Ich habe da ja auch ein Video drüber gemacht. Man muss nicht mit jedem darüber diskutieren. Und zieh dein eigenes Ding durch. Und lass dich nicht so viel von anderen Leuten verunsichern. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich dir anraten kann. Geh zu irgendwelchen veganen Brunches oder so, wo du Unterstützung findest von anderen Veganern. Leicht ist es auf gar keinen Fall, aber we've all been there. Es ist nichts, was nicht zu schaffen ist. Also Kopf hoch. Esse schon länger vegan, High Carb, werde aber nicht satt. Ist das normal? Ja, kommt halt drauf an.
kontrolliere, ob du genügend Kalorien zu dir nimmst, weil ne, vegane unverarbeitete Nahrung hat halt eine geringere Kaloriendichte als vegane verarbeitete Nahrung. Und dann kann das halt dazu führen, dass man unter Umständen dann weniger Kalorien isst, als man eigentlich braucht. Und man wird nicht satt werden, kann auch einfach darauf hindeuten, dass man vielleicht Sachen essen sollte, die vielleicht sättigenderer sind. Bohnen zum Beispiel, Bohnen, Hülsenfrüchte. Es kann darauf hindeuten, dass man einen wirklich bestehenden Mangel an irgendwas hat. Auch dafür würde ich einfach anraten, ab und zu mal einen Probetag in Chronometer einzugeben, um zu checken, ob man wirklich alles, ja, alles durch Nahrung reinbekommt, was man reinbekommen muss. Es ist halt einfach, es können da sehr, sehr viele Faktoren mit reinspielen, aber ich würde halt in erster Linie erstmal auf Kalorienaufnahme achten, dann darauf, wirklich sättigende Sachen zu essen, die mehr Protein haben, eben Bohnen, Hülsenfrüchte. Und danach dann nach irgendwelchen Mineralienmangeln gucken oder sonst was. Denn ich glaube, ja, man kann so viel Wassermelone essen, wie man möchte. Man wird davon halt nicht satt, weil es zu wenig Ballaststoff hat. Ballaststoffreiche Nahrung, das ist auch wichtig. Ein paar Tipps, wie man High Carb Low Fat vegan in einer Familie umsetzt, die sehr konservativ eingestellt ist und wenig auf gesunde Nahrungsmittel etc. im Haushalt achtet. Auch viel stark verarbeitetes, viel raffinierter Zucker. Ich möchte nicht in deiner Situation stecken. Das sage ich ganz offen. Das ist so ziemlich. Das ist schwierig. Ich würde erstmal sagen, lass sie nicht wissen, dass du zweifelst, weil das dann halt von vielen als Mittel gebraucht werden kann, um dich zu manipulieren. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dann zieht es auch durch. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, ob du bei deinen Eltern lebst oder so und wie das dann ist mit Lebensmittel einkaufen, weil das kann ja auch mal so ein Knackpunkt sein. Wenn das der Fall ist, dann versuch halt irgendwie rauszuhauen, rauszuschlagen von deinen Eltern, dass du irgendwie deinen eigenen Bereich in der Küche hast, wo du erstmal deine Sachen abstellen kannst, was halt auch wichtig ist, ne? Alleine, weil du dann halt nicht zwischen den anderen Sachen, die du eigentlich nicht essen möchtest und die du halt nicht, finde ich, ethisch haltest, für nicht hältst, für nicht gesund hältst, rumgrabbeln musst oder so. Rede mit deinen Eltern, wenn es deine Eltern sind, darüber, wie das aussieht mit Lebensmittelfinanzierung. Und stell dich auf sehr, sehr viele Kommentare ein. Auf jeden Fall stell dich auf sehr, sehr viele Kommentare ein. Mach das, was ich jedem anrate, nämlich, ja, lies dich ein in die Materie, bleib bei deinem Standpunkt, wenn du ihn wirklich gerechtfertigt hältst, wenn es dir gesundheitlich damit gut geht, wenn du keinerlei Probleme hast, dann gibt es keinen Grund, warum dich andere Leute umstimmen sollten. Natürlich, wenn jetzt irgendwie anfangen, dir die Zehennägel und Haare auszufallen und deine Eltern sagen, dir geh zum Arzt, dann sollte man das vielleicht in Betracht ziehen, aber wenn du keine gesundheitlichen Beschwerden hast, dann zieh dein eigenes Ding durch. Ich weiß nicht, das ist vielleicht für viele Leute nicht so gut machbar. Ich bin in solchen Sachen schon ziemlich radikal und neige dazu, meinem Umfeld an den Kopf zu stoßen. Nicht jeder ist so wie ich. Deshalb kann ich halt nur aus meiner Situation sprechen, wie ich das halt gemacht habe. Zum Glück kam ich halt nicht aus einer Familie, in der das jetzt irgendwie uneinsichtig ist oder so. Meine Mutter war da generell ziemlich offen für. Bei anderen ist das schwieriger. Und wenn es halt ganz schlimm ist, ich weiß ja nicht, wie alt du bist oder so, versuch auszuziehen, ganz ehrlich. Man muss sich halt auch nicht immer allem aussetzen. Man hat auch das Recht, sich aus Situationen zurückzuziehen, finde ich. Und deshalb, ja, ich hoffe, du konntest da irgendwas rausziehen, weil zu solchen Situationen kann ich wirklich halt nicht viel sagen. Wegen Power Girl hat noch ein paar Videos dazu. Guck dir die mal an. Ich hoffe, dass ich die finde, weil sie inzwischen so viele Videos hat. Ich finde nicht immer alle. Yo. Warum darf man bei der Starch Solution Ernährung keine Smoothies trinken? Das sagt McDougall nicht. Man darf Smoothies trinken. Allerdings sagt er halt, es ist nicht die beste Art und Weise, Gewicht abzunehmen, weil es halt sehr konzentriert sein kann. Man kann dadurch mehr Kalorien zunehmen, als man eigentlich will, weil, ne? Obst fein püriert. Jeder weiß, man kann mehr Apfelmus essen als ein Apfel. Und das ist halt das Prinzip dahinter. Und sein Programm ist halt in erster Linie für Leute, die halt übergewichtig sind und nicht unbedingt zunehmen möchten oder ihr Gewicht halten möchten. Deshalb sagt er halt Smoothies als Belohnung, nicht jeden Tag. Ich sehe das halt für gesunde Menschen, die keine Gewichtsprobleme haben, was ja auf alle, so ziemlich alle High-Carb-YouTuber zutrifft, die irgendwie alle Mitte 20 sind, Ende 20 sind, vielleicht auch noch 30, wenn es hochkommt. Zumindest im deutschsprachigen Raum.
und dünn und Rennradfahren und alles andere, für die ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man jetzt vielleicht chronisch übergewichtig ist, dann sollte man darüber nachdenken, ob man mit Smoothies wirklich abnehmen kann. Wenn es für dich funktioniert, tu es. Wenn nicht, lass es sein. Was trinkst du so? Nur Tee oder auch mal Kaffee? Deine Meinung zu Erfahrung mit Koffein würde mich interessieren. Ich trinke mehr Kaffee als Tee. Tee trinke ich ungefähr 2-3 Mal die Woche. Ich trinke sehr viel Wasser. Ich trinke grüne Smoothies. Und ich trinke auch Kaffee. Ich trinke einmal am Tag, zweimal am Tag Kaffee. Aus mehreren Gründen. Mist, Wecker. Nein, ich geh über die Zeit drüber. Egal. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil es mir gut schmeckt. Zweitens, weil ich momentan Stress habe. Ich muss gerade sehr viel tun für die Uni und ich muss über längere Stücke wach bleiben, dass ich dann auch kein Problem mit dann Koffein zu sich zu nehmen. Drittens, ich werde davon nicht abhängig. Ich kriege keine Entzugserscheinungen, wenn ich, sagen wir mal, 2-3 Wochen keinen Kaffee trinke. Absolut nicht. Ich kann es absetzen und dann wieder aufnehmen. Macht für mich nichts. Ja, das ist meine Erfahrung mit. Also Koffein macht mich halt wach. Ich werde davon aber nicht abhängig. Und das mit dem Wachsein hängt auch immer davon ab. Also ich habe jetzt ein neues Kaffeepulver, ich habe ein Espresso-Pulver gekauft, mache mir dann halt ein Latte Macchiato, davon werde ich definitiv wacher als von dem Kaffeepulver, was ich davor hatte, weil es halt jetzt eine stärkere Röstung ist. Und meine Meinung zu, ja, ich finde, man muss es halt differenzieren, je nachdem, wofür man das benutzt. Ne? Also wenn man es missbraucht, dann ist es natürlich nicht gut. Wenn man es so gebraucht wie ich, sehe ich damit jetzt nicht unbedingt das Problem, auch nicht aus gesundheitlicher Perspektive. Ich habe kein Problem mit meinem Cholesterinlevel etc. Dementsprechend sehe ich da halt kein Problem für mich in meiner Situation. Und zudem gibt es ja auch Studien, die sagen, dass es vielleicht sogar gut ist, dass Kaffee abhängig macht, wegen der ganzen Antioxidantien, Flavonoide und sowas, die in Kaffee drin stecken. Jo. Und wenn du wegen des Koffein besorgt bist, dann trink Decaf. Das geht natürlich auch immer noch. Danke fürs Zuschauen für diesen zweiten Q&A. Hier findet ihr noch einen Link, um mich zu abonnieren, wenn ihr dieses Video gut fandet. Wenn ihr Videovorschläge für mich habt, immer her damit. Auch wenn ich in letzter Zeit halt nicht so viel komme, weil ich nächste Woche eine Klausur habe. Jo, unter mir eine Playlist mit gesunden Rezepten, die schnell gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.